Pfarrer Heeg, der neue Vorsitzende ist gewählt, Reinhard Kardinal Marx. Was sagen Sie zu dieser Wahl? Also ich bin hoch erfreut, dass es der Erzbischof von München und Freising geworden ist. Ich kenne ihn schon seit über 20 Jahren und ich schätze ihn als Mensch natürlich, aber natürlich auch als Bischof, als Kardinal. Er ist ein großer Kommunikator, er kann einfach reden. Schwierige Glaubensinhalte kann er so transformieren, dass jeder es versteht. Er ist ein begnadeter Prediger und er ist natürlich auch ein Macher. So sehe ich ihn auch in seiner jetzigen Funktion. Er hat einen guten Draht zum Papst, der gehört zum engsten Beratergremium und ich bin sehr zuversichtlich für die nächsten Jahre, wenn Reinhard Marx jetzt seine Arbeit als Vorsitzender aufnimmt. Welche Botschaft sendet die Deutsche Bischofskonferenz mit der Wahl von Kardinal Marx? Naja, er ist 60 Jahre alt und in Kirchenkreisen ist es noch sehr jung. Es ist also ein Generationswechsel, so würde ich das mal sagen, nach Erzbischof Zollitsch, der jetzt mit 75 auch emeritiert ist. Und es ist eine Botschaft, dass wir nach vorne blicken, dass wir neues Vertrauen schaffen müssen. Die ganzen Skandale, Missbrauch, die Finanzgeschichten und. Wir brauchen neues Vertrauen und Kardinal Marx steht für diesen Optimismus in der Kirche. Für Kardinal Marx ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Und das tut der Kirche gut, wenn dieser Optimismus einfach mal auch überschwappt bis in unsere Pfarrgemeinden. Wie ist Kardinal Marx denn kirchenpolitisch einzuordnen und wie ist er gesettelt in der Bischofskonferenz unter seinen Mitbrüdern? Naja, ich bin nicht Mitglied der Bischofskonferenz. Wie er gesettelt ist, das kann ich nicht sagen. Aber ich kenne einen Buchtitel von ihm, da heißt es, von der Lust katholisch zu sein. Und diese Lust des Katholischseins, die lebt er im guten Sinne, dass er die Glaubensinhalte, die wichtig sind, dass er die wirklich auch in einer einfachen Art und Weise transportieren kann, eben weil er ein guter Kommunikator ist. Und ich glaube, dass die deutschen Bischöfe jetzt auch ihn gewählt haben, deshalb, weil dieser Optimismus, den er ausstrahlt, einfach auch nach außen dringen muss, ein Signal sein muss für unsere Kirche in Deutschland, wo ja manches so dahindümpelt, wo viele sich abwenden und sagen, Menschenskinder, da sind Finanzen, da ist der Fall Limburg, da war der Missbrauchsskandal. Also wir sind ja Vertreter einer frohen Kirche, einer frohen Botschaft, das heißt das Wort Evangelium. Und es wird Zeit, dass wir diese frohmachenden Dinge, er hat es vorhin in seiner Pressekonferenz auch gesagt, wir haben was Wichtiges zu sagen, eben genau diese Botschaft Jesu Christi. Und er ist, glaube ich, der erste Verkünder dieser Botschaft jetzt als so Sprecher der Bischofskonferenz, als Vorsitzender. Herzlichen Dank für das Interview. Bitteschön.